mir wird diese Diskussion viel zu, weiß ich, zu grundsätzlich, zu religiös fast geführt. Also wir müssen die Weltmeister ablösen. Also wenn Boateng wieder fit ist und wenn er Lust hat und die Kraft wieder spürt, richtig Nationalmannschaft zu spielen, und dann sagst du, nee, pass auf, du warst Weltmeister, du darfst hier nicht mehr mitmachen. Das ist doch Unsinn. Dann sei mir doch froh, dass wir jetzt diese jungen Alternativen haben. Aber du kannst das nicht als eine Grundsatzentscheidung machen. So, wir lösen jetzt ab und jetzt spielen wir nur mit den Jungen. Toni Kroos, ein Weltklasse-Spieler. Wenn er allerdings selber spürt, ich habe die Kraft nicht mehr. Real Madrid kostet so viel Nerven und Kraft das ganze Jahr. Und dann soll ich noch Nations League und was weiß ich für Leagues spielen und muss... Ich habe den Dampf nicht mehr. Das rauszufinden, wird für Jogi Löw wichtig sein. Aber wenn Kroos wieder ist, willst du dann sagen, ich brauche Toni Kroos nicht. Spannend wird es dann allerdings, wenn du grundsätzlich das System ganz anders spielen willst und dann spielst du mit Toni Kroos Umschaltfußball. Das wird er nur bedingt akzeptieren. Also so. Ich bin da total auf der Seite, wenn die Jungs die Leistung bringen und die sind jetzt nur keine 38, aber der nächsten Euro nicht. Das war doch die Falle von Jogi Löw. Wenn das alles 33-Jährige gewesen wäre, dann hättest du sagen müssen, Jogi, jetzt pass auf, die waren Weltmeister, aber das geht nicht. Die kriegen das. Aber wir haben ja nicht über das Alter gesprochen, Marcel, ne? Unbedingt. Nein, ja? Es hat sich herausgestellt, was man wissen konnte und ahnen konnte vor dieser WM, aber lassen Sie sich schon wieder diese WM machen, dass es möglicherweise schwer wird, etwas zu verteidigen. Solange du ein Riesenziel hast und junge Leute diesem Ziel entgegenfiebern, kannst du viel mit ihnen machen. Wenn sie, das ist nicht Sattheit oder ich habe keine Lust, sondern es fehlt genau diese 5%. Und an Toni Kroos lässt sich's am besten festmachen. 4-mal Champions League gewonnen. Ich habe den 3 Wochen vor der WM habe ich den beim Finale in Kiew gesehen, Champions League. Wie viel Kraft das alles kostet. Und danach soll der kommen und fröhlich kommen, wir verteidigen mal den WM-Titel. Gegen Kasperlmannschaften in Anführungszeichen, Mexiko, Schweden, das wird doch alles, ist nachzuvollziehen. Das hat Jogi Löw unterschätzt. So. Und jetzt zieht er Konsequenzen, aber das ist keine Grundsatzentscheidung, sondern es geht darum, eine Mannschaft zusammenzubasteln. Aus dem. Mit der Mannschaft der ersten Halbzeit wirst du nicht Europameister. Die Wette gegen Russland, die Wette würde ich gerne halten. Also ich denke, dass sich in der Situation der DFB in der Führungsetage nicht gut präsentiert hat, weil es war nach der wirklich katastrophalen WM, fand ich ein fatales Zeichen, dass man im Trainerteam nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, die Nations League in diesem Jahr, wo noch keiner genau weiß, was für eine Bedeutung hat sie überhaupt, und dann in eine Final Four reinzukommen. Also bitte, das kann nicht ein Ziel sein für die deutsche Nationalmannschaft, aber das wird niemals in die Geschichtsbücher stehen, es sei denn von der UEFA. Ja. Und dort dann zu sagen, wir geben ihnen jetzt nicht die Zeit, diesen Umbruch, den es auch geben muss, auch einzuleiten, das fand ich fatal. Damit bist du sofort wieder unter Druck gestanden. Es war auch klar, Jogi Löw sollte diese Ergebnisse abliefern. Warum? Es war total unnötig, aus sportlicher Sicht. Das hast du ja auch im ersten Spiel gegen Frankreich hier in München, dieses 0-0. Mhm. Haben wir gesagt, gut, jetzt haben wir wenigstens gegen Frankreich mal 0-0 gespielt. Nicht verloren, ja. Und, ja, aber der Umbruch, der jetzt passiert ist, konnte da nicht passieren unter diesen beschriebenen Umständen. Weil wenn er den Umbruch da macht, kriegen sie 4 Stück gegen Frankreich in diesem ersten Spiel. Und dann haben wir eine völlig andere, ein Desaster hier, auch medial. Dann kannst du gar nichts mehr in Ruhe handeln. Also deswegen diese Nations League hier, als das Spiel gegen Frankreich kam, dachte ich, lieber Gott, das ist ein Spiel Joberhaltung jetzt für Jogi Löw. Nennen wir es mal wirklich kalt und nicht alles drumherum. Wenn er das verliert, haben wir hier am nächsten Morgen in München eine ganz andere Diskussion. Muss Herr Koch mal antworten vielleicht, Marcel. War das ein Fehler, das so nach außen darzustellen? Es wäre auf jeden Fall ein Fehler gewesen, wenn wir in diesem Spiel gegen Frankreich mit 4-0 verloren hätten. Deswegen bin ich da ganz bei Marcel Reif. Und Joachim Löw hat das aus meiner Sicht sehr klug in dem Spiel gemacht. Was daneben gegangen ist, war das Spiel gegen Holland. Das hätte man nicht so hoch verlieren dürfen. Aber alle Maßnahmen, die du triffst als Trainer, dürfen nicht daran orientiert sein, dass du klug nach einer Weltmeisterschaft, nach einer Kack-Weltmeisterschaft 0-0 spielst gegen Frankreich, sondern was bringt dich näher an einen potenziellen Titelkandidat 2 Jahre später in der Euro? Und das wisst ihr. Und ich glaube auch, dass es auch der DFB-Führungskrug ganz gut gestanden hätte, wenn sich ein Herr Grindel hingestellt hätte und gesagt hätte, mein Trainer nehme ich komplett aus der Schusslinie. Herr Zorniger, aber jetzt sprechen Sie Jogi nach so einer, Sie haben selber gesagt, katastrophalen WM, dann doch ein bisschen zu heilig, finde ich. Also, ich bin Trainer. Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und dann sagt man, pass auf, das ist ein Mann mit diesen Meriten und diesen Fähigkeiten. Also wenn man gemerkt hätte, pass auf, der hat keinen Dampf mehr und kein Nichts, dann muss man sagen, das bringt nichts. Aber einer, der diese Meriten hat, der Weltmeistertrainer ist, dem, finde ich, musst du die Chance geben, die Dinge wieder
aufs Gleis zu kriegen. So, und dann kommt diese Nations League und er hätte ja selber auch sagen dürfen, du magst und zwar nicht erst nach 3 Monaten oder 2 Monaten, sondern das hat mich gestört. Das, was er dann als die neue Linie für sich selber auch definiert hat, das muss ein Drittligatrainer eine halbe Stunde nach einem Spiel schon machen können. Also das ist falsch gewesen. Nicht ganz anders. Sehe ich komplett anders. So furchtbar viel Analyse. Diskutieren wir gleich weiter. Ich glaube, du hast auch irgendwas gesagt mit 3 Euro gerade hier. Ne? Es ist so, wie es sein muss. Was hast du gesagt? Irgendwie sowas. Also du zahlst jetzt mal.